Wir schauen uns heute die Auswahlmöglichkeiten im Gymnasium an und werden das, die Variante mit Französisch und Latein uns näher anschauen. Es freut mich, dass Frau Kollegin Michi Potocznik da ist und die ihre Sprache Französisch kurz vorstellen wird. Bitte, Michi. Gerne. Ja, bonjour, liebe Eltern. Warum also sollte Ihre Tochter, Ihr Sohn Französisch wählen? Wenn ich unsere Französischschüler an der Schule befrage, höre ich oft folgende Antworten. Ich habe Französisch gewählt, weil die Sprache sehr schön ist, weil sie elegant ist und es im späteren Leben von Vorteil ist, mehrere Fremdsprachen zu können. Französisch wird in einigen europäischen Ländern gesprochen, die in unserer Nähe sind, also nicht nur in Frankreich, natürlich auch in der Schweiz, in Belgien oder in Luxemburg. Französisch wird aber auch weltweit in mehr als 40 Ländern gesprochen. Und wenn ich einmal Grundkenntnisse in dieser Sprache erworben habe, dann kann ich sie später mal sehr schnell auffrischen. Französisch, denke ich, öffnet viele Türen in der Berufs- und Arbeitswelt. Und wenn ich jetzt an die Handelsbeziehungen zwischen Österreich und Frankreich denke, gibt es hier auch viele Jobmöglichkeiten. Kehren wir aber jetzt, liebe Eltern, wieder zurück zu unserer Ausgangslage. Ich möchte Ihnen daher einen kurzen Einblick in unser Programm geben in der 3. und 4. Klasse Französisch. Wir arbeiten, wir, das heißt mein Kollege Johannes Spannring und ich, wir arbeiten mit dem Buch Nouvelle Perspective. Das ist ein Buch, das sehr praxisorientiert ist. Was heißt das? Es macht Lust auf Frankreich, auf Französisch und unsere Schüler haben sehr, sehr rasch Erfolge in der Sprache. Das heißt, nach 2 Monaten in etwa können sie schon sehr gut kleine Dialoge auf Französisch sprechen. Dieses Buch zielt auch auf alle 4 Fertigkeiten ab, das heißt auf Sprechen, Lesen, Hören und Schreiben. Und zusätzlich gibt es in diesem Buch auch eine Audio-CD. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, denn es gibt immer wieder Schülerinnen und Schüler, die niemanden zu Hause haben, der Französisch spricht. Mit dieser Audio-CD kann ich dann alle Hörübungen nachhören. Es ist also wirklich kein Problem, wenn da niemand zu Hause helfen kann. Wie schaut das Thematische aus? Inhaltlich in der 3. Klasse? Ja, zu Beginn, man stellt sich vor, man stellt seine Familie vor, man spricht über die Schule, über Hobbys, über den Stundenplan, man geht einkaufen. In der 4. Klasse wird es dann natürlich auch thematisch sehr erweitert. Wir machen viel Landeskunde, wir lernen Paris kennen, wir schauen uns Sehenswürdigkeiten an und natürlich wichtige Highlights in der 4. Klasse sind Kleidung, Mode und natürlich die französische Küche. Aber wichtig ist immer das Mitlernen in der Sprache, denn ohne Vokabel und ohne Grammatik ist kein Fortschritt möglich. Das führt mich zu meinem nächsten Punkt der Leistungsbeurteilung. Wir haben hier an der Schule ein einheitliches Leistungsbeurteilungskonzept. Das sieht so aus, in etwa 1/3 umfasst dann die Schularbeiten. In der 3. Klasse gibt es 3 Schularbeiten, in der 4. Klasse dann 4 Schularbeiten. Zusätzlich haben wir dann noch 2/3 für die Note und das resultiert so auch wie in Englisch zum Beispiel aus schriftlichen und mündlichen Leistungen, Mitarbeit, Hausübungen, Diktate und so weiter. Was ist ganz, ganz wichtig in einer Sprache? Eine Sprache zu lernen, Französisch zu lernen, soll wirklich Spaß machen. Und ich glaube, wir sind hier an unserer Schule sehr gut ausgestattet. Wir haben in den Klassenräumen Internet und Beamer und wir nutzen das tatsächlich sehr, sehr intensiv. Wir schauen uns Videos an, natürlich auf YouTube. Es gibt tolle Apps zum Vokabellernen wie Quizlet oder Learning App und natürlich die zahlreichen Möglichkeiten je nach Anlass, wie zum Beispiel jetzt vor Weihnachten, dass man auch kleine kleine Videos anschaut und dann mit den Schülern gemeinsam darüber spricht. Das Singen ist ja jetzt leider zurzeit nicht möglich, aber ich denke mir, das wird sicher auch wieder kommen. Wir haben auch jetzt momentan ein besonderes Glück. Wir haben Melanie, eine junge Französin an unserer Schule und sie unterrichtet in allen Französischklassen und wirklich von der 3. Klasse weg. Und das, so können Sie sich das vorstellen, ist wirklich eine Bereicherung für unseren Unterricht. Eine Fremdsprache
ist natürlich ein Schlüssel zu Kultur, zu Musik, zu Literatur und vor allem dazu, um natürlich mit den Menschen zu kommunizieren. Ich möchte auch einen kleinen Ausblick noch in die Oberstufe geben, denn wir hoffen natürlich, dass Ihre Kinder bei uns an der Schule bleiben. Und in der Oberstufe gibt es dann noch die Möglichkeit, eine dritte Fremdsprache zu erlernen, nämlich Italienisch oder Spanisch im Rahmen unseres Kurssystems. Ja, ich denke, das ist so ein kurzer Überblick einmal über das, was in diesen 2 Jahren passiert. Sehr vieles ist angesprochen worden. Ich habe mir da mitgeschrieben, Highlights und Spaß hast du in den Mittelpunkt gestellt. Welche weiteren Punkte gibt es noch, die Motivation bei Schülerinnen und Schülern erzeugen soll? Was hat der Französischunterricht noch zu bieten? Ja, er hat natürlich einiges noch zusätzlich zu bieten und ich denke hier an die Unterstufe in der 3. und 4. Klasse. Ein besonderes Highlight ist das Kochen. An erster Stelle steht hier natürlich das Backen von Crepe, aber Kollege Spanring macht beispielsweise auch einen sehr aufwendigen Weihnachtsstollen. Da muss man natürlich dann auch in die Schulküche gehen. Momentan sind diese Dinge zwar etwas eingeschränkt, aber die Zeiten kommen sicher wieder. Bis jetzt war es auch möglich, Theater zu spielen. Wir hatten ja einmal im Jahr den tollen Sprachenabend, den Abend der sprachlichen Vielfalt. Wir hoffen natürlich, dass das bald wieder möglich sein wird, denn ich glaube, kurze französische Texte auf der Bühne präsentieren zu können, ist das Um und Auf auch im Fremdsprachenerwerb. Ja, und nicht zuletzt möchte ich auch die Reise in der 7. Klasse ansprechen. In der 7. Klasse ist eine Woche Frankreich am Programm. Und wir fliegen hier natürlich nach Frankreich und an die Côte d'Azur und hier natürlich nach Nizza. Ja, ich hoffe, meine Informationen haben Ihnen etwas weitergeholfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich bedanke mich, wünsche Ihnen alles, alles Gute. Merci beaucoup. Danke sehr.